dum 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 Hallo meine Freunde und herzlich willkommen wieder zu einem Video, aber diesmal ein etwas anderes Video. Und dieses Video wird heute mal etwas anders sein. Haha, und warum sage ich das? Weil es so ist. Da brauchst du mir auch nicht so was sagen oder ihr braucht mir dann nichts sagen. Es ist auch so, wie es ist. Und jetzt wird erstmal schön Kaffee getrunken. Schöne Kaffee gemacht, ne? Schön, Kaffee ist immer besser, verstehe ja, wie es geht, ne? Und jetzt wird erstmal Kaffee fertig gemacht und dann sehen wir uns gleich wieder. Hallo, meine geehrten Damen und Herren. Wisst ihr, warum ich jetzt rausgegangen bin? Ich konnte es mir echt nicht verkneifen, aber das müsst ihr euch ansehen. Ich habe rausgeguckt. Und es ist einfach geiles Wetter. Klarer Himmel. Reell geil. Die Sonne scheint. Es ist morgens. Und es ist einfach nur geil. Da ist Sonne. Und da hinten. Burnet See. Hier so richtig schön auf unserem Rasen. Und mir irgendwie gefällt mir dieses Wetter. Es gefällt mir wirklich gut. Ja, so kann man das sagen. So, Freunde der Nacht, hallihallo, ich begrüße euch, ich bin wieder da. So, warum mache ich denn jetzt eigentlich dieses Video? Weil eigentlich ist es ja nicht so mein Ding, so Live-Video und so, eigentlich nicht. Aber ich möchte gerne auch mal ein bisschen was zu 2016 sagen. Weil es ist viel passiert. Es ist sehr viel passiert. Es sind viele Sachen passiert, wo ich sagen muss, ey, das ist geil. Aber auch viele Sachen, wo ich sagen muss, ey, das ist scheiße. Das mich richtig anpisst und ankotzt und wo ich sagen muss, das behindert und bläh. So, zum ersten, zu 2016, ich bin 22 geworden. Das kann man jetzt sehen, wie man will. Wir sind umgezogen. 100%ig. Geil. Schön. Habt ihr eben schon gesehen. So ein bisschen draußen. Schön Kaffee. Schöne Aussicht. Schöne Landschaft. Überall. Alles mega geil. Kann man echt nichts zu sagen. So. Was gibt's noch Schönes, Geiles? Ja, mit meiner Musik auf jeden Fall geht es auch 100%ig weiter. Das ist natürlich auch ein wichtiger Bestandteil, sag ich jetzt mal, was Musik angeht, weil Musik und ich, das ist wirklich, das ist ein Element, das ist einfach, das gehört so, das ist so, das ist wie Arsch auf Eimer, so wie Tick und Tack und Milch und Kakao oder so, keine Ahnung, Kakaopulver oder so, ist auch egal, auf jeden Fall läuft's geil. Wir haben angefangen sowieso mit ein bisschen Games, mit dies, mit das, mit jenem, mit allem Möglichen. Wir haben so, wir haben angefangen mit Gaming auf dem Kanal, natürlich dann nach und nach mit Musik. Und es gab auch noch ein Urlaubsvideo von mir, genau, das war, da war ich auch schon mal live, stimmt. So, danach aber gar nicht mehr so großartig. Danach jetzt kommt zwischendurch nochmal Musik, wenn ich was habe. Oder halt ein bisschen Gaming, was ich dann mit meinem besten Kumpel dann natürlich zusammen mache. Ja, und ich möchte mich natürlich auch so für 2016 allgemein schon mal sowieso bei einigen Leuten sehr bedanken, die mich durch dieses Jahr begleitet haben. Weil es war wirklich, es war ein sehr anstrengendes Jahr in dem Sinne. Aber auch so viel. Es war viel Scheiße und viel nicht Scheiße. Das war ein guter Mix, sage ich mal. So, ne? Auf jeden Fall bedanke ich mich erstmal ganz recht herzlich bei meinen Eltern natürlich.
bedanke mich bei allen meinen Freunden, bei allen Leuten, die ich neu kennengelernt habe, bei aber wirklich alle, die privat und so mit mir zu tun haben, wirklich für die übelst geile Zeit so jetzt, die wir so hatten und haben werden natürlich, auch aufgrund dessen durch die Projekte, die jetzt noch alle anstehen. Ich sage nur Hörbuchprojekt zum Beispiel, das was ja auch super geil irgendwie so angelaufen ist bis jetzt. Werde ich natürlich auch mit im Video noch verlinken, aber findet ihr ja sowieso auch auf meinem Kanal, also von daher. Dann natürlich allgemein die Musik, dass es bei mir mit vorangeht. Dass ich die Möglichkeit habe, das mit meiner Musik ein bisschen zu vergrößern, sag ich jetzt mal. Aber da werdet ihr noch früh genug erfahren, wie was da so weitergeht. Ja, und dann halt allgemein so die nebenbei so dieses bisschen Gaming und so. Aber das ist ja alles sowieso, das ist ja auch nur hobbymäßig. Und ja, deswegen, also erstmal wie gesagt, ein großes Danke an alle, an die mich so supporten, die mir helfen, die mir beistehen, die wirklich alles und so weiter und so fort. Und dann halt auch meine Clique, die mir auch sehr ans Herz gewachsen ist, aber das ist ja sowieso, ich meine, sonst wären wir keine Clique. Ha. Geil! Naja, und ne, so dicke Grüße gehen dann so auch erstmal raus an Hilfe, alle, die mir so beistehen. Und, best friends forever. Naja, geil! Und ich muss sagen, also es war ein sehr anstrengendes Jahr irgendwie, auch wenn nicht sehr viel in dem Sinne passiert ist, obwohl sehr viel passiert ist. Das geht. Wie gesagt, der Umzug war, Musik läuft, dann krankheitsbedingt private Sachen und. Das war alles nicht so einfach und ja, ist ja auch egal. Und dann, wenn man dann so überlegt, so allgemein 2016, habe ich auch so das Gefühl, ist das Jahr der Trennung, weil irgendwie läuft alles verrückt und quer und doof und bescheiden. Geil! Sagen wir, seit August, September ist es ganz schlimm. Habe ich zumindest. Entweder liegt es einfach daran, da ich selber gerade nicht mehr Multi bin, sondern eher Single. Aber wenn ich so mitbekomme, viele aus dem Freundeskreis und dann da Verwandtschaft. Nice. Frisch verlobt, getrennt, frisch verheiratet, getrennt. So Beziehungen kaputt, Freundschaften gehen kaputt. Irgendwie das ganze Jahr 2016 ist einfach nur verflucht, behindert und scheiße. Und ich finde 2017. Ich weiß nicht warum, also ich sehe zwar 2017 in dem Sinne so, dass es gut wird, an, aber irgendwie habe ich auch da so mein bisschen Bedenken. So, aber lassen wir es auf uns einnieseln und einfach mal gucken, was passiert. Und ich würde daraufhin nämlich sagen, so, wir machen das Beste draus. Das Beste kann man nur draus machen und sollten wir machen. Und ja. Und ich merke gerade, also, beziehungsweise nicht ich, aber ihr merkt ja, ich renne hier schon die ganze Zeit so durch mein Zimmer. Ich habe noch gar nicht. Geil. Ja, mein Zimmer werde ich jetzt auch gar nicht zeigen. Nee, das mache ich nicht. Da kommt noch mal ein extra Video vielleicht irgendwann mal, wo ich so eine kleine Roomtour mache. Und ich werde jetzt öfters mal so ein kleines Live-Video machen, wenn ihr da Lust und Laune zu habt, wenn das für euch okay ist, wenn ihr da Bock drauf habt und so weiter und so fort. Und ja, ich würde sagen, am besten zeige ich euch aber trotzdem nochmal eben so, zumindest mein kleines, so mein, doch, mein kleines Reich zeige ich euch, das ist mir egal. Also so. Oh, da haben wir dieses schöne, können wir schön anfassen, da sind die ganzen Gaming-Geschichten drauf und da habe ich jetzt gerade was zu trinken runtergeschmissen, ist aber auch egal. Das ist, ja, cool. Ja, da haben wir noch Musikprogramm, da ist jetzt gerade der Weihnachtstrack noch am Laufen, weil es wird ein Weihnachtstrack geben. Ja. Und ich, da so ein bisschen Anlage, so, ach egal, komm hier einfach so. So, das war jetzt die Roomtour und danke fürs Zusehen.
Ja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall bedanke ich mich auf jeden Fall, dass ihr da erstmal so mit dabei wart beim Video. Es war jetzt wirklich ein kleines Überblickchen und Einblickchen ins neue Jährchen und Härchen hin, Härchen her. Ich bedanke mich bei euch echt sehr. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video, meine Freunde. Nächsten Mal.